Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine Verheißung aus Galater, Kapitel 1, Vers 4, und da steht: Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllte er den Willen Gottes, unseres Vaters. Wer ist das? Jesus Christus. Das ist eine Verheißung. Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben, damit du leben kannst. Wir sind hier auf dieser Erde Fremdlinge, so steht es geschrieben. Wir sind also fremde Leute hier. Unser Zuhause ist woanders. Aber wir sind hier. Und er hat das alles bezahlt. Und er hat uns befreit davon. Aber solange wir hier auf dieser Erde sind, leben wir hier. Und das sollte uns ermutigen. Wir sind befreit von wem? Jesus Christus. Er hat das getan. Es ist vollbracht. Ich hoffe, dass du das für heute mitnimmst, dass es dich ermutigt, dass du weiterkommst. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.